Ja, ich bin dann als Lehrer in Pfaffenhofen an der Ilm gelandet, wo ich auch natürlich gewohnt habe, mit einer Pfaffenhofnerin verheiratet war, relativ bald zuerst einen, dann einen zweiten Sohn bekommen und mich dann in die Kommunalpolitik eingemischt haben, bin Mitglied der SPD geworden, hatte mich ein bisschen langsam und vorsichtig von links her der SPD angenähert. Im Studium war die SPD für mich überhaupt kein Thema. Aber dann später, wenn man Eltern etwas realistischer sieht, dann war die SPD eine gute Alternative. Und ich habe mich in der Kommunalpolitik engagiert. Hatte mich einige Jahre vorher schon einfach mal so für den Auslandsschuldienst beworben. Und dann kam es, wie es oft so zusammentrifft, in den Anfang der 80er Jahre, 1984, als erste Mal in den Stadtrat von Pfaffenhofen gewählt worden. Und gleichzeitig das Angebot bekommen habe, in den Auslandsschuldienst zu gehen. Es war dann eine schwere Entscheidung. Aber letztlich habe ich mich entschieden, das Amt des Stadtrates, das neu bekommene Amt des Stadtrates nach kurzer Zeit niederzulegen und mit der Familie ins Ausland zu gehen. Wenn man sich für den Auslandsschuldienst bewirbt, heißt erstmal, man kann verschiedene Regionen angeben, wo man gerne hingehen würde. Ich hatte damals Asien angegeben und bekam das Angebot Paris, Deutsche Schule Paris, war für mich insofern überraschend, weil ich nie vorher weder im Urlaub oder sonst wo in Frankreich gewesen war. Aber Paris hatte halt so einen Klang, dass man schlecht widerstehen kann. Bin dann zum Vorstellungsgespräch nach Paris gefahren, war überrascht, dass weder der Taxifahrer noch schon so irgendwie mein Englisch verstanden hat, sondern dass sie nur, und ich konnte ja kein Wort Französisch, weder in der Schule gelernt, sondern noch sonst so. Aber es war einfach, es hat irgendwie von Anfang an gepasst. Ich habe dann also mein Amt des Stadtrats niedergelegt, bin mit der Familie nach Paris gezogen und bin da 5 Jahre lang als Lehrer für Mathematik und Physik an der Deutschen Schule Paris, habe mich dann natürlich auch wieder engagiert als Personalrat. Bin auch mit einigen dann gerade von dem Förderverein und so weiter ziemlich aneinander geraten. Bin aus der Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft ausgetreten, weil ich mal mit einem Problem für Auslandslehrer die konfrontiert habe und die mir dann gesagt hat, was wollt ihr denn? Von euch wollen wir überhaupt nichts wissen. Ihr verdient ja so gut. Also wir sind für euch im Grunde gar nicht zuständig, obwohl ihr Mitglieder seid. Ja. Also gut, es waren schon einige Reibungspunkte, aber andererseits war es natürlich eine sehr ereignisreiche, sehr prägende Zeit mit der Familie. Der ältere Sohn war damals 11, ist in die Deutsche Schule Paris gegangen. Der jüngere Sohn war 6, ist in die Grundschule der Pariser Schule gegangen. Und die beiden haben natürlich im Gegensatz zu ihrem Vater mit mir im französischen Umfeld sehr viel mehr Französisch gelernt als ich. Ich musste halt auch, war im Vertrag so natürlich vorgeschrieben, Französisch lernen. Aber meine Erfolge waren nicht durchschlagend. Kinder lernen ja auch viel schneller. Die lernen schneller, ja, die lernen das natürlich schneller, haben auch ein anderes Umfeld. War natürlich so. Lehrerkollegium war zum Teil Deutsch, zum Teil Französisch, zum Teil Englisch, Amerikanisch. Die Schulsprache war Deutsch, die Familiensprache natürlich auch Deutsch. Wenn wir uns getroffen haben zu Fahrten oder so, wurde Englisch gesprochen, weil das im Grunde die einzige Sprache war, die
alle verstanden haben. Und drum, also meine Söhne haben mich oft ausgelacht, wenn ich Französisch gesprochen habe. Aber es war nicht so schlimm.